fetter Römer, der einen dekadenten Krapfen in seinen opulenten Hals schiebt. Bildhauerei. Artificial Intelligence. Was sie alles möglich macht. Das Klima retten. Die Medizin revolutionieren. Oder Krapfenbilder generieren. Die Artificial Krapfen Challenge. Unsere Strategie? Wir verbinden Backkunst und AI-Kunst zu einer einzigartigen Krapfenkampagne. Die Idee? Unsere KundInnen sollen selbst zu KrapfenkünstlerInnen werden. Dabei leisteten wir Pionierarbeit und programmierten die erste Schnittstelle von DALL-E, Stable Diffusion und gaben mit einigen Kunstwerken den Anstoß mitzumachen. Vor dem Haus des Meeres, vor der Albertina, vor dem Wiener Eislaufverein und in der Nähe gut besuchter Clubs. Und plötzlich hatte Österreich nur noch Krapfen im Kopf. Unser Krapfen reiste quer durch alle Kunstepochen. Ins Weltall und ins Belvedere 21, wo unsere Expertenjury das Gewinnerbild kürte. Theresa P. freut sich über ihre Gratis-Krapfen auf Lebenszeit. Und wir freuten uns über viel mediale Aufmerksamkeit. 41 Publikationen als 27 Millionen Unique Clients vervielfachten das Media-Budget von rund 16.000 Euro. In dem kurzen Zeitraum von nur 3 Wochen wurden über 180.000 Page-Views, 25.000 Unique User und sage und schreibe 96.275 Krapfenbilder generiert. Holy shit. Nicht fluchen. Aber die Kampagne schmeckte nicht nur den Online-Usern. 17% mehr verkaufte Krapfen im Vergleich zum Vorjahr zeigen eindrucksvoll, dass auch traditionelle Produkte mit innovativen Ideen begehrter werden. Mitunter sogar zu begehrt, wie der Kunstraub unsere Citylights zeigte. Na, Alter!